Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Serials und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer Runde Scum. Ich bin ja immer noch auf der Animal Jagd nach meinen Achievements. Und von der Seite haben wir noch wenig Glück gehabt. Haben wir da? Braucht kein Mensch. Schauen wir mal, dass wir noch was zu trinken kriegen. Oh, ja, den nehmen wir mit. Das ist ein antibiotisches Ding.
Da ist schon alles offen. Oh, Tee. Tee ist gut. Wenn wir schon mal da sind, dann können wir es ja auch nutzen. Oder was meint ihr? Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr bei Scum nur zuschaut oder ob ihr auch selber spielt, ob ihr eine Pause einlegt. Wenn eine Pause, warum? Würde mich schon mal interessieren. Weil spielertechnisch ist ja Scum allgemein ja wieder auf einen absoluten Tiefstand. Da verstehe ich auch nicht, warum da nicht mal die Entwickler eine gescheite Werbekampagne machen. Verstehe ich einfach nicht. So. Sind wir hier, dann gehen wir dahin. Ja, schauen wir mal. Aber es hat zumindest eine schöne Grafik. Scum. Sieht hübsch aus, macht Spaß zu spielen. Das sieht ja fast so aus, als hätten wir kein Glück hier im Süden, ne? Legen wir uns erstmal hin. Bissl Ausdauer. Oh, dem Bub ist warm. So viel hat er doch gar nicht mehr an. Weiter in den Süden oder mehr in den Norden wieder? Schauen wir mal auf der Karte. Könnten wir wieder Richtung Norden gehen, ne? Vielleicht haben wir ja dort mehr Glück. Muss man halt mal durch, ne? Muss halt mal gucken.
Jagd ist ja nicht immer von Erfolg gekrönt. Laufen wir einiges an Kilometer weg. Was ja eigentlich schon sehr an den Ursprung von Scum wieder zurückgeht. Könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was für euch Scum ist. Ist es ein Wandersimulator, ein Phishing-Simulator, ein Shooter, ein Loot-Shooter oder was auch immer? Oder spielt ihr ganz nah am Survival-Gedanken? Also Hauptsache irgendwie überleben. Würde mich schon mal interessieren. Das kann es doch nicht sein. Jetzt müssen wir nach Ausdauer wieder gucken. Alter Schwede. Dann können wir ja mal schauen in der Zeit. Stoffwechsel. Okay, dann haben wir zu viel Energie. Da man uns nicht bewegen. Bogen schießen. Ja, haben wir ja die 10.000 Ball voll. Bin nicht mal auf Anfänger. Das ist ja böse. Das ist ja böse. Scharfschütze haben wir 41. So viel Aufmerksamkeit 10%, okay, von der nächsten Stufe. Gärtnerei. Okay. Schleichen.
Wow, alter Schwede! Leck mich doch am Arsch, ey. Halleluja! Hat der mich jetzt erschrocken, du? Bleibt er mir bald ins Herz stehen, du? Da ist ja die Buchse gleich mal um 20% runtergerutscht. Hammer. Also den habe ich jetzt leider mit dem Schwert killen müssen. Der ist ja direkt neben mir gespawnt. Boah. Ich sag ja, das Spiel wird immer mehr gemein. Vor lauter Schreck muss man gleich mal pinkeln gehen. Da. Halleluja, sag ich dann. Halleluja. Halleluja, da. Also da ist ja Schicht im Schacht, ey. Aber sowas von. Boah, da krieg ich ja echt die Krise. Halleluja, sag ich dann. Halleluja. Hier können wir vielleicht Glück haben mit dem Viech.
immer noch nicht verkraftet. So viel Red Bull kann ich gar nicht saufen, dass sich da das Herz wieder beruhigt. Wieder hinlegen, Pause machen. Ja, so ist es halt. Und dann sind wir ja auch schon wieder ziemlich am Ende unserer Folge. Wie gesagt, könnt euch ja gern bei der nächsten Folge wieder mit reinhängen, wenn ich in Scum wieder unterwegs bin. Ich denke, die Jagd wird noch einiges andauern. Und ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr zur Jagd steht, ob die Jagd okay ist, ob sie schlecht ist, ob sie gut umgesetzt ist. Würde mich schon mal interessieren. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mit uns mitspielen wollt, kommt auf unseren Gamer-Miliz-Server. Der heißt auch so, die Gamer-Miliz. Einfach Miliz eingeben im Server-Manager, im Suchfeld, aktualisieren klicken und schon könnt ihr da reinjoinen. Dann könnt ihr auch unseren Discord besuchen. Adresse wird ja immer eingeblendet. Ja, also wenn man im Endeffekt jetzt nochmal in den Chat reinguckt, hier hat man dann unsere Homepage und hier mit Discord hat man dann unseren Einladungslink. Folge dessen passt es schon. Ja, und dann vielleicht sieht man sich ja mal auf der Gamer-Miliz. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Falls ihr es nicht seid, werdet wieder gesund. Und dann bis zum nächsten Mal in Scum. Ciao, ciao.